Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Zusammen mit dem David, es geht los nach dem Intro. Da sind wir wieder. Und ich guck mal kurz an. Guck jetzt. Leck, Alter. An der obersten Stufe ein Leck. Ist sie da? Ich seh's. Und? Zu viel Kontrast zum Cobblestone, würde ich sagen. Stimmt doch gar nicht. Guck mal hier rein. Nein, von dem Holz her meine ich. Das Holz zum Cobblestone, zu viel Kontrast. Nö. Finde ich schon. Nö. Also ich finde es. Ich nicht. Meiner Meinung nach ist es zu viel Kontrast. Alter. Bach, ja. Oh, jetzt genau auf dem Dach einen FPS. Würdest du mich verarschen? Oh. Was hab ich denn jetzt gemacht? Alter. Jetzt, wo ich runtergehe, habe ich weniger Lags. Geil. So. Und zwar hatte ich vor, jetzt noch ein bisschen die Kirche zu verschönern hier. Was denn? Was ist los? Sag mal bitte. Es ist nichts. Warum hast du denn gerade so gelacht? Weiß ich nicht. Warum hast du gerade so gelacht? Weil du gesagt hast, Küche verschönern. Du. Ja, warum nicht? Du und verschönern. Ja, warum nicht? Also, wer, du hast in deinen Häusern hast noch gar keine Inneneinrichtung gemacht. Was habe ich bei meinem Haus Inneneinrichtung? Sag mal nichts dagegen. Ja, ich habe keine Inneneinrichtung. Überhaupt nicht. Ja, was hast du denn für Inneneinrichtung in deinem... Pferdestall, Pferde? Ja, Pferde, boah, toll, ja. Vom Pferdestall rede ich auch nicht. Den Turm. Bist du gerade dabei, ich weiß. Aber was hast du zum Beispiel dabei. Bei deinem... Bei meinem richtigen Haus habe ich unten Patronen und Betten. Dann habe ich bei der Schmiede Ambosse. Und die... Ja, ein paar Ambosse, aber das ist doch nicht... Normalerweise leben dann da auch Menschen drin in der Schmiede. Ja, dann bringen doch Villager rein. Ja, aber die wohnen doch nicht auf dem Amboss, die schlafen doch nicht auf dem Amboss. Oh, die arbeiten vielleicht dann nur. Nee, im Mittelalter haben wirklich alle in ihrem Haus gewohnt, wo sie auch gearbeitet haben. Hm. Und Ressel. In diesem Haus wird niemand jemals leben. Und bei meinem Haus habe ich einen Tisch, habe ich Tische, habe ich Swimmingpools, habe ich so. Ja, Swimmingpools gab es auch im Mittelalter. Hm? Boah, Mann, wir haben gesagt, das ist eine mittelalterische Futuristics-Stadt. Ach, dann kann ich jetzt eine Schwebedrohne bauen. Eine was? Eine Drohne bauen, die da rumfliegt. wenn, keine Ahnung, eine Drohne, die rumfliegt, wenn die nicht zu scheiße aussieht, kann das machen. Ja, wahrscheinlich sieht es aber scheiße aus. Und diese bitte in der Luft eine Drohne bauen, die richtig fliegt und gut aussieht. Ich mal baue mich nach. Ja, du bist voll die Drohne und so. Ja, eben ich als Drohne. So ein Kopf und dann da so da Seiten so. Brrr, Ventilatoren. Ventilatoren. Ja, lass mich. Düsen. David der Ventilator. Komm, Lennart hat auch einen Penis mit Wichse dran gebaut. Das ist immer noch kein Penis. Ja, aber Wichse. Das sieht auch. Nein, das ist auch keine Wichse. Das sieht auch nicht mal aus wie sowas. Doch. Nein. Klar, meinem Text mit meinem Mischma schon. Toll. Ein Stein da pink oder was? Ja, Fleischfarben. Hautfarben. Ach ja. Wasser wegmachen. Ja. Ich muss auch noch das Küchenfenster bauen. Hab ich auch noch nicht ganz fertig. Ich habe vergessen, den Timer zu starten. Egal, wir sind jetzt bei. Dann wird die Folge heute mal ein bisschen länger. Wir sind jetzt, dann wird die Folge mal ein bisschen länger. Sein. Ja, ich dachte jetzt, ja, haben wir 5 Minuten rum oder so, aber ist jetzt auch egal. Die Folge hat noch 35 Minuten oder so.
müssen wir mal ein Schwimmbad bauen, Alter. Ja, immer doch. Ja, müssen wir wirklich mal machen, Alter. Ja, selbst im Mittelalter gab's hier so Bäder. Ja, eben. Ja, ist doch egal, das ist alles Teiche. Ja, genau, weil so riesige Becken mit so Lampen unten drin. Ja, müssen ja keine Lampen sein, aber sowas ähnliches schon. Mit Badewannen waren das höchstens. Badewanne, ja. So, ganz viele Badewannen nebeneinander. Nee, das war schon ein großer Saal, sag ich mal. Ja, in einem Saal und da ganz viele Badewannen drin. Nee, das war ein Saal mit ganz viel Wasser drin. Nein. Nein. Ach. Nope. Also zumindest hatten die in der Antike hatten die auf jeden Fall so riesige Dinger mit Wasser. Ja, aber die gehörten dann noch einer Person, den reichen Leuten. Aber das waren ja nicht alles reiche Leute. Nee, es gab da doch auch diese hier. Oh, wie sind die jetzt nochmal? Ja, das war was anderes, oder? Was, wie ist das Ding denn nochmal? Porno? Nee. Es gab doch diese. Pornos. Nee. Es gab doch diese. Vibratoren. Nee. Ich werd aus dir nicht schlau, ey. Ich rede von diesen Schwimmbädern im Mittelalter. Da wo alle zusammengebadet haben, wie ist denn mal? Porno. Ah, oh, David. Wie ist denn mal? Porno. Das, was wir im Lateinunterricht gelernt haben. Porno. Nein! Nee, sag mal, weißt du es noch? Ich weiß, was du meinst. Ja, eben. Die Dinger gab's da ja auch und das war ja auch so ein riesiges Becken. Haben ja auch alle miteinander geschwommen. Ja, und dabei geschwommen. Die waren alle nackt. Die waren alle nackig. Geschwommen. Die waren alle nackig. Nackig geschwommen. Nackig. Ja. Wasser, 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 Wasser weg, 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 weg. Wasser weg, Wasser weg, Wasser weg, Wasser weg. Störungen? Ja, jetzt meine ich mache das Wasser weg. So. Ach ja. Wie findest du das Uncreated New World Wii cool. Let's Play so? Gut. Das hat mir geschrieben. Stimmt, Uncreated New World für die Wii ist nicht nur 100 mal schlechter, sondern als der PC hat, sondern 1000 mal schlechter. Hohohoho. Stimmt. Ja, ist so laut, ey. Ohne Scheiß, in letzter Zeit nervt lernt, ohne Scheiß einfach nur noch. Alter! Was lol, denn? Da sind Hexen gespawnt. Wo? In meinem Turm. Lol, zeig, zeig, ich komme. Ich bin gerade vergiftet, ich muss mal kurz abhauen, ja? Ja, ich will das sehen. Hexenturm, Junge! Die bewerfen sich damit Tränken. Die wollen doch nicht. Die sind fast tot, die sind fast tot. Die wollen doch, dass das Hexenturm ist. Wo? Da oben, nächste Etage. Lol! Wie geil ist das denn? Geh mal. Nur die eine wirft die andere, aber jetzt hier das Ultra Battle leider. F1 nicht schlagen. Oh, schade. Das Ultra Battle jetzt hier auf irgendeinem Kanal. Irgendeinem Kanal, den ihr nicht sollt. Ah, der hat mich getroffen. Ich krieg Au! Treffen mich auch. Au! Au. Alter, wie sich hier battlen. Ich glaube, ich sterbe. Nee. Falk. Ich bin fast tot. Ich sterbe gerade. Nicht gut. Oh, Sticks. Ich habe hier ein Schild für dich. Brauchst du das? Ja. Oh Gott, ich sterbe gerade wirklich. Du kannst nicht vom Gift sterben. Doch, bei Hart schon. Bei Hart geht das? Ja. Hauptsache schwarze Brett ist überhaupt nicht mehr richtig aktiv, aber ist auch egal. Hat er überhaupt jemand mal hier mal drauf geguckt? Nö. Ja.
So, fertig. Mit dem ganzen Turm? Ja. So, der Turm ist komplett fertig. Da musst du nichts mehr machen. Nein. Ich dachte schon. Ach ja. William, wo bist du? In der Kirche immer noch. Ach Mann, Schisser. Hey, was? Ich mach das, das Wasser hier weg. Ich bin aber auf dem Sniper-Turm. Wo bin ich denn? Hast du gerade geschossen? Ja. Ich hab's gehört. Weiß, ich versuche auch gerade dich zu treffen. Über kannst du mich auch gar nicht sehen. Ja und? Luck. Gibt Luck. Glück. Du kannst mich aber überhaupt nicht treffen, weil ich gerade in so einem Seitenflügel bin. Ah ja, dann kann ich dich nicht. Welcher? Rechter oder linker? Weiß ich nicht. Sag ich nicht. Vom Eingang aus. Komm, sag nur. Vom Eingang links. Super. Kann ich hier wirklich nicht treffen. Tja. Jetzt bin ich im Rechten. Aber was ich treffen kann, ist mit Brandpfeilen auf TNT, was ich in deinem Haus platziert habe, schießen. Auf jeden Fall. Oh nein, da ist ja gerade wirklich mein Haus explodiert. Das hat sich so echt angehört. Ich hab halt das ganze Wasser weg. Wasser weg. Wasser weg. Ach komm, jetzt hab ich auch was mit. Lol, ich hab Erde verloren. Achso, ja, macht Sinn. Ich mag den Turm irgendwie. Yay, Türmchen. Wir müssen echt bald mal die Außenstadt bauen. Aber wir haben ja noch nicht alle Gebäude fertig. Ich würde auch immer noch einen Vorgarten bauen. Du das doch. Ja, aber ich mach grad die Kirche zu. Oh. Ich kann jetzt hier nicht mittendrin abbrechen. Kannst du. Nee, ich bin nämlich fast fertig. Ich muss nur noch die restliche Erde abbauen, dann hab ich's. Nur zwei Stacks. Ach ja. Kirche fertig, Wasser entleert, geentwässert. Geentwässert, Junge. So. Junge. Junge. Mädchen. Ich hatte meine Playlist gerade, ja, von vorne. Ja, das ist so geil. Überhaupt nicht, aber egal. So. Was ich gerade mache? Was? Ich habe gerade die ganze Zeit Slaps vor mir hergeworfen, damit ich sie nicht wegschmeißen muss. Also immer wieder, ich habe die einen Slaps weggeworfen,
bin dann da hingegangen, hab die anderen Steps weggeworfen, die nach vorne, dann wieder da hingegangen, verstehst du? Mhm. So. Let's make a Vorgarten und einen Kiesweg zu meinem Haus. Oh, wie lustig, ich bin gerade aus Versehen runtergefallen. Weil ich aus Versehen was weggegraben habe. Nein, wie kannst du nun? Wie kommt ein Huhn hier hin? Warum ist ein Schaf in meinem... Ein Spider. Warum ist das Schaf in meinem Pferdestall? Ich denke, es wäre ein Pferd. Du hast es, glaube ich, vorhin da reingeschoben oder so. Kann das sein? Ja, kann sein. Ich hab's gleich in meinem Schafstall drin. Scheiße. Oh, bin so. Juhu. Erfolgreich Geschafstallt. Junge, Adjektiv zu ein Schaf in den Stall schieben. Geschafstallt. Schafstall. Ich muss sicherheitshalber im Boden drunter machen. Naja. Was? Los. Bettelt sich ein Alter, hier ist wieder ein Typ mit einer Unterhose. Mit einer Unterhose? Ja, der ist nur eine Unterhose an. Oh. Das, guck mal, der ist auch in der Unterhose. Ja. Siehst du den? Die haben voll die behinderten Gesichter. Ich hab mich selber angezündet. Den anzünden, ich hab mich selber angezündet. Ich dachte, ich hätte dich angezündet, deswegen. What? Ah, was war das? Okay. Du, Alter! Oh, ich wäre hier fast runtergefallen. Boah, hier hat Lärt mal Koppel gemeint. Alter, wie tief ist das? Wo? Irgendwo hinten. Oh, hier ist die Mine! Ach, stimmt, die ist ja immer noch freigelegt. Nicht so halb freigelegt. Geh weg, du Skelett. Achso, ich habe die gerade freigelegt. Ah. Weg. Ich habe gerade die Mine freigelegt, Alter. Hey. Irgendwie soll man da reinkommen, finde ich. Ich glaube, ich mache mal bald einen Gang von meinem Haus in unsere alte Mine. What the? Soll ich jetzt rein in die Mine? Das ist die Mine. Du bist in der Mine. Du bist in der Hermine, was? Irgendwie verläuft der Weg zu sehr links. Ich muss ihn auf den rechten Weg bringen. Das war vor allem unbeabsichtigt. Hat der nicht wirklich mal Koppel gemeint? Ja, hat er auch. Kommt ein Skelett. Kommt man hier raus? Weiß ich nicht. Tschüss. Warte auf mich. Irgendwie ist der Weg immer noch zu weit links, oder? Obwohl, ne, er muss zwischen den Lampen anfangen. Ist eigentlich okay. Der Baum ist sogar auch noch nicht mal schlecht hier platziert, aber leider ist der komisch abgebaut worden. Von wem nur? Was machst du? Was? Ich hab wieder repariert. War hier was kaputt? Ja. Alter! Bist du behindert? Wach du wieder auf! Jetzt brauchst du wieder auf, oder? David? Einmal musste das sein, tut mir leid. Was hab ich denn gemacht? Ich hab bei dir überhaupt nichts gemacht! Ich üb nur für, dass ich das Lennart antun kann, tut mir leid. Ja, und warum muss dann bei mir das Druckblatt. Das machst du wieder ganz! Ich habe aber keine Rohstoffe dafür. Boah, dann fahren wir ein bisschen Holz, Mann. Das war nur ein paar Holz, ein bisschen Ziegel. Mach es wieder ganz ohne Scheiß. Alter, reg dich mal ab. Selber muss ich auch immer alles reparieren. Also, ich mach das jetzt noch bei Lennart und dann. Okay. Ich habe den Geschmack an TNT gefunden. Ich habe genug TNT, um dein ganzes Haus in die Luft zu sprengen.
Ich habe genug Zeit, um dein Leben zu, in die Luft zu sprengen. Ja, ich hätte mich gerade leck. Au, oh, leck, zur zweite. Wie viel TNT hast du denn? Noch zwei. Wieso? Ich habe noch ein Stack und 46. Ja, ich habe auch noch, also noch zwei Stacks in meiner Ender Chest, aber. Noch zwei Stacks TNT in deiner Ender Chest. Ja. Ehrlich jetzt? Ja. Woher hast du das? Hab ich dir noch nicht. Sag nur, woher du das hast. Ja, der bunkert schon wieder mehr Zeug. Hat Lea dir das gegeben? Nein. Hey, woher weißt du denn? Ich hab das selber gemacht. Woher hast du so viel Gunpowder? Farm. Lol. Okay, achso, ich habe auch kein Plünderungsschwert. Hast du ein Plünderungsschwert? Ja. So, ja dann. Also ein Eisenplünderungsschwert. Das ist letztes Mal. Oh Kotzwurg, ey. Super. Ich wollte eigentlich noch mit meinem Vorgarten anfangen, das verliert aber nichts mehr. Sorry. Scheiße. Yes. Hast du Enderperlen? Ich hab Enderperlen, ja. Meine Endertruhe. Weil ich hier nicht hochkomme mehr. Wo hoch? Ich bin runtergefallen in den Fluss. Alter, mein ganzes Holz, wo geht dafür drauf? Du hattest doch nur Holz gebunkert? Aha. Nee, mein ganzes Holz, was ich gerade die ganze Zeit hier hab. Oh. Die 28 Stück oder so. Warum hast du das gemacht? Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, du hast mein ganzes Haus hier in die Luft gejagt. Entschuldigung. Warum hast du das überhaupt gemacht? Nochmal, ein Lennart ausprobiert. Ja. Für Lennart probiert. Ja, und warum hast du das dann in meinem Haus ausprobiert und nicht irgendwo, wo es keinen stört? Arschen. Was? Ist eine Strömung drin. Okay, ich muss auf. Ciao. Okay, die 13 Minuten. Okay. Die 13 Minuten oder so werde ich noch kurz ein bisschen Holz abbauen. Ich wollte eigentlich einen Vorgarten machen. Setzt not mehr möglich. Hier. Auch wenn mein Haus jetzt wieder aufgebaut ist. So. Jetzt brauche ich ein paar Setzlinge. Super, ey. Das war doch voll unnötig, Alter. Ich frage mich auch, warum das bei Lern machen will. Habe ich noch kurz ein Stack Holz für mich. Weil ich überhaupt so viel Bummel hab. War auch jetzt richtig unnötig. Vor allem, weil ich mich auch noch gefragt habe, weil ich das ja gehört als auf den Blätter platziert. Deswegen dachte ich, hätte in meinem Haus Blätter platziert. Bin mich einfach mal reingerannt. Dann ist mir auch aufgegangen. Natürlich war das TNT. Da habe ich auch noch die Druckplatten auf dem Boden gesehen. Aber kurz bevor ich da drüber gelaufen bin, dachte ich mir so, da läufst du jetzt lieber nicht drüber. Zack, drüber gelaufen. Super.
halben Stack Holz wollte ich haben. Habe ich jetzt einen? Ja. Jetzt habe ich gleich noch einen Baum. Nein. Stupi. Wie lange habe ich jetzt noch? Ja, komm, 8 Minuten. Das war jetzt so 2 Minuten, Alter. Okay, komm, jetzt ein paar Rosen. Blaue Orchideen. Oh, Sonnenblumen haben wir viele. Ja. Wie heißt die? Porzellansternchen? Noch nie was von gehört. Aber ich bin noch nicht so der Blumentyp. Deswegen kann das sein, ich war von der einen oder anderen Pflanze nichts verloren. Flieders kenne ich. Ah, ist auch 2 Minuten. Warte. Setz ich lieber die kleineren Pflänzchen nach vorne. So, dann kommt hier der. Der kommt da der hin und da der hin. Da kommt dann die großen Pflanzen. Flieder, Flieder, Flieder. Flieder, Flieder. Und noch eine Rose. So. Ah, wir brauchen noch dieses hohe Gras. Wollen wir? Ach, jetzt haben wir keinen Boden mehr. War jetzt auch nur 1 Minute. Ein oder zwei Bäumchen müssen auch eigentlich auch noch sein. Birkenholz. Haben wir noch Birkenblätter? Fichtennadeln. Ne, haben wir leider nicht. Hab ich hier mal so. Davon haben wir noch welche. Mond haben wir ja voll viel, wenige. Okay. Haben wir noch ein bisschen Bone Meal. Habe ich noch Gras? Kein Gras mehr? Nope. Okay. Ein bisschen Bones hier. Mr. Bones. Ach ja. Kann man auch 2 Gräser übereinander planten? Das. So, nochmal. Ein paar Blümchen und ein bisschen Gras. Gras. Wie das, wenn ich jetzt hier? Ne, es geht nicht, okay. Nur ein bisschen Gras kann ich so hin. So, hier. Das mache ich hier noch nicht symmetrisch. So, da war mein Gras. Lass ich das mal ein bisschen hochwachsen hier. Vor den Fenstern. Guck mal hier. Oh. Aha. Interessant. Oh, ein paar Rosenbüsche. Cool. Das ist ja geil. Was haben wir denn wenig? Und Blumen haben wir jetzt viel. Das haben wir jetzt hier. Ja, komm, noch ein paar davon. Geht's auch bei den kleinen Blumen? Ne, bei den kleinen Blumen nicht. Aber interessant, dass es bei den großen Blumen geht. Cool. Okay. Vielleicht ein bisschen viel, ja, ein bisschen schon krass hier. Das ist eigentlich auch viel. Ein bisschen Gras kommt schon, aber nur hier direkt vor. Will noch ein bisschen Gras? Ne. Ich
Aber die gelben Blumen müssen auch noch sein, stimmt. Und nein, hier habe ich die schöne Sonnenblume abgerissen. So. So. Welche mache ich jetzt höher? Die hier schräg vor der Sonnenblume. Und die hier. Noch ein paar kleine Blümchen können auch noch sein. Und noch drei Mohn habe ich, kommt da noch eins hin. Und da noch eins. Soll ich jetzt einzäunen oder eher nicht? Ein Wasserspot kann da auch noch irgendwo hin. Irgendwie hier. Nein, Erde. Die Fackel kann weg. Erde. Oder. Hey, Spinne. Geht hier mal gar nicht. Da. So, so, so. Okay, kann ich mich hier wieder hochbauen? Kann ich wieder hochschwimmen. Nein, weg hier. Ja. Ich bin entflohen. Scheiße. Ah, weg hier. Ja. Jetzt bin ich entflohen. So, ein Wasserspot kommt dahin. Hier drücken wir den blauen. Fuck. Dahin und einen Boden hier drauf. So. Ein Wasser. Hier. Weg hier! So, das hätten wir. Jetzt kommt noch ein Bäumchen. Zu weit weg. In der Nähe vom Wasser. Zwei Felder vom Wasser. Ja, kommst du weit weg und dann dafür. Gleichen wir fast. Tja. Ja, ist auch egal. So. So. Hier hinten müssen noch Fenster rein. Habe ich gerade Glas dabei? Ne, habe ich nicht. Dann haben wir hier unseren schönen Tisch. Und ja. Kurz gucken. Das war's dann für diese Folge Let's Play Minecraft zusammen mit dem David. Welche Folge gefallen hat, mit einer positiven Wertung da lassen, wenn nicht eine negative, wie gesagt, aber warum? Und ja, tschüss!